Hallo und herzlich willkommen zum Rennen in China, den großen Preis von China Formel 1 2016 und wir hören uns die Voicemail an. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. So, hier sind deine Rennziele für den großen Preis von China. Schieße das Rennen auf Platz 6 ab oder besser. Besiegen Sie Nico Hülkenberg. Ziel der Fahrermeisterschaft ist es, Platz 6 oder besser zu platzieren. So, gucken wir mal, was auf dem Laptop hier abgeht. Genau, zack, zack, zick, zack, talab und wir klicken sofort auf F1, weil wir wollen ja schnell zum Rennen. Eine Minute haben wir jetzt gebraucht. Oder benutzt sie einen schnelleren Encoder? Okay. Schwerstarbeit, Raffinesse, Ehrgeiz. All dies steht für die 15 Millionen Menschen in Shanghai im fernen Osten. Und auch hier bei uns auf der Rennstrecke gilt das natürlich. Auf dem Fahrerfeld erwarten uns 20.000 Pferdestärken, die nun beim großen Preis von China gestartet werden. Der Shanghai International Circuit ist ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 16 Kurven. Die langen und ab und zu auch immer enger werdenden Rechtskurven zu Beginn testen die Geduld der Fahrer, während an anderen Stellen der Seitenwind das Können der Piloten absolut an die Grenzen bringt. Mhm. Es gibt zwei DRS-Zonen zur Unterstützung beim Überholen für Kurve 1 und dann nach der langen Geraden für Kurve 14. Heute steht mir wieder der quirlige Stefan Römer zur Seite und wir haben gerade so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und haben unter anderem über 2007 geredet. Ein wirklich irres Rennen mit vielen, vielen Überraschungen. Damit rechnen wir eigentlich auch heute wieder und deshalb können wir es überhaupt nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Warum, Stefan, glaubst du denn, dass es auch heute wieder spektakulär wird? Ich würde sagen, ein Grund dafür ist die Strecke selbst. Diese Strecke ist eine ziemliche Belastung für die Bremse. Und du weißt, dass es hinten diese lange Gerade gibt, nach der dich in Kurve 14 eine Spitzkehre erwartet. Und die Kurven 6 und 11 sind auch ziemlich schwierig. Außerdem ist es eine große Herausforderung, hier die Reifenabnutzung der Vorderräder unter Kontrolle zu bekommen. Du musst während des Grand Prix also eine Menge beachten und immer auf Überraschungen gefasst sein. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen. Dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Okay, innen verteidigen. Das sagt unser Chef. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Force India startet also von der Pole Position. Und daneben steht Nico Rosberg. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Raikkonen, Sebastian Vettel und Ricardo. Verstappen, Bottas, Massa und Carlos Sainz Jr. Alonso, Button, Nico Hülkenberg und Grosjean. Quert, Gutierrez, Pascal Wehrlein und Rio Hayanto. Eriksson und Magnus. Jolyon Palmer und Felipe Nasser startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, Rennstrategie. Am Ende weiß, das hört sich gut an. Am Ende soll es auch bewölkt sein. Es könnte also regnen. Es könnte regnen, aber es muss nicht regnen. Aber zum Rundenende könnte es regnen. Wir haben eine Rundenzeit von 28 Runden, so wie das ausschaut. Drei Boxenstopps. Super weichen Reifen starten wir, dann Boxenstopp nochmal super weich, dann weich und dann Medium. Ja, das klingt gut. Eieiei. Sein.
Und bitte zickzack fahren hier. Danke. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Lebkuchen essen ist jetzt nicht gut. Aber später. Es geht los. Und. Er bremst aber auch. Ey. Ich bin schon rausgekommen. Scheiße. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Delta und halte es im positiven Bereich, während wir uns den Feld. Alter! Safety Car, erste Runde. Safety Car. Das hatte ich auch noch nicht. Noch sind wir 22, ne? Aber 8. Platz ist schon mau. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Wie lange ist denn das noch? Live in der Bottas. Alter. Thank you.
Alter! Ich möchte gerne ja mal wieder das Safety Car weg haben. Weil der andere jetzt schneller war als ich, oder wie? Eieiei. Ist der jetzt weg? Alter! Nee. Gibt's doch nicht. Bremst nicht so stark. Jetzt muss ich definitiv in die Box. Ich könnte kotzen. Ich darf hier auch nicht überholen. Mann. Die Runde? Warum? Bin ich ja ganz hinten. Hier einfach mal alle an die Box gehen, ne? Nein! Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern? Halt deine Schnauze! Warum? Ich könnte verrückt werden. Ist das dein Ernst? Oh, ich wollte gerade sagen, der fährt durch. Macht hin! Schneller! Mann! Ich könnte ja verrückt werden. Unsere Strategie sieht noch 2 Boxenstops vor. Noch 2 geplante Boxenstops.
nicht zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Sorry, dass ich an die Box musste. Ja, danke. Eieiei. Ist er immer noch neben mir? Oh ja. Innen. Lol, wir sind mir so schnell. Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Ich hab mich verbremst. Ey, ich bin 10. 11. Wahrscheinlich kommen jetzt erstmal die schnellsten Runden. Bremsen! Ein paar Informationen zu Verstappen. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und deshalb langsamer. Keine Ahnung, aber ich kann da glaube ich auch nichts dafür. Ja, auch eine 51 gefahren. Minus 24 Sekunden. Lass mal. Guten Tag. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen gestreift. Aber nur ein wenig. Nur ein wenig. Kollision mit Hamilton.
Ja, ich weiß jetzt langsam, wie ich da bremsen muss. Das ist schon gut. Oh, es müsste ja langsam DRS aktiviert werden. Informationen zu Sainz. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Das Drag Reduction System oder DRS öffnet eine Klappe am Heckflügel, um den Luftwiderstand zu verringern und die Geschwindigkeit auf Geraden zu verbessern. Fahrer können dieses System in bestimmten DRS-Zonen einsetzen, solange die Strecke trocken ist. Im Training und Qualifying gibt es keine zusätzlichen Einschränkungen für das DRS. Im Rennen darf das System allerdings nur eingesetzt werden, wenn der Fahrer eine Sekunde oder weniger hinter einem anderen ist. Beachte den Balken am unteren Teil deiner Multifunktionsanzeige, wenn du dich einer DRS-Zone näherst, um deinen Abstand zum Aktivierungsbereich zu sehen, und aktiviere es, indem du auf den DRS-Knopf drückst, sobald die Anzeige erscheint. Gut, zurück. Da ist Wehrlein in Kirch. Danke, dass ich euch überholen durfte. Gutes Überholmanöver. Meines Erachtens nach. Gutierrez. Ja, ich weiß, du bremst jetzt ein bisschen. Nein, bremst er nicht. Ja. Ja. Jetzt kann ich aber hier rausziehen. Ja, ja, macht Platz. Dankeschön. Ja, so sind wir schon auf Platz Nummer 3. Alonso, wer ist ganz vorne? Herr Hamilton, oder? Ich weiß es nicht. Das könnte aber. Rosberg könnte es auch sein. Rosberg. Gucken wir doch mal. Ist es Grosjean? Ja, Achtung, Achtung, Achtung. Ja, ja. Okay. So. Grosjean ist vor uns. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Schnellste Runde, finde ich gut. Eieiei. Nicht so feste. Direkt hinter uns ist Alonso. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Okay. Glaube ich nicht. Dann haben wir jetzt noch die. Eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Dann komme ich an die Box. Oh, ich hätte wirklich an die Box gehen müssen. Oh ja, gehen wir alle in die Box. Muss ich ja Premium-Zeiten fahren, dass ich jetzt hier gut rauskomme.
Und der linker Vorderreifen ist sehr stark belastet. Der Abstand zum Hintermann beträgt 8,4 Sekunden. Ah, das ist nicht viel. Ich habe jetzt die gelben Reifen drauf. Ah, nicht abkürzen. Abkürzen. Ja, 8 Sekunden. Auf jeden Fall kommen wir mitten in den Pulk. Das steht schon mal fest. Wir müssen jetzt an die Box gehen. Ja. So. Zur Reifen gelbe. Was war das denn jetzt? Los, fahr jetzt. Achso, wir haben gewartet. Nico ist in der Boxengasse. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Gut zu wissen. Ja, ohne 10 haben wir schon. Hab den jetzt mal nur rollen lassen und haben schon wieder zwei Plätze gut gemacht. Das gefällt mir. Besser als Platz 6, müssen wir sagen. Ja, sofort anderes Fahrverhalten. Ich bin ja noch nie hart gefahren. Ich möchte mal wissen, wie das dann ausschaut. Warum habe ich einen lilanen Sektor, wenn ich plus 22 Sekunden habe? Keine Ahnung. Aber es fahren immer noch viele an die Box. Entschuldigung. So. Jetzt haben wir jemanden hinter uns. Ei, ei, ei. Scheiße. Hey. Ey, da ist schnell weg hier. Außen überholt. Prost Jeans ist vor uns. Eieiei, das war eine Scheißkurve. Jetzt sind wir wieder in der Masse. Alter! Oh. Delta positiv, werden wir uns einreihen.
das euer Ernst? Der Raikön ist ja noch gut. Gibt es nicht. Zweimal Safety Car. Habe ich auch weich. So, der Rot? Weiß nicht. Eine Dreckskurve, ja. Hier ist jetzt wieder vier Runden. Was heißt denn eigentlich die 6 oder? Habe ich Position 6 oder wie eigentlich? Ich probiere das einfach jetzt mal. Darf ich die überholen? Kehre an deine Position zurück. Es gelten die Safety Car Regeln. Wir dürfen nicht überholen. Zurück an deine Position. Okay. Dann bleibt man so. Oh. Glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten.
Können wir jetzt mal ordentlich fahren hier? Und noch die dritte Runde. Der übertreibt es aber auch ein bisschen, ne? Aber immer an derselben Stelle. Packt es hier so ein bisschen rum. Bleiben sie in der Ralke, bleiben sie in der Kiat. Gleichzeitig holen sie ihren Vordermann ein, ja. Halten sie ihren Safety Car Delta. Die Hälfte ist geschafft. Die Hälfte ist geschafft. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Das ist gut. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Sehr gut. Ein paar Informationen zu Button. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 0,5 Sekunden. Ein paar Informationen zu Sainz. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Und wir haben wieder ein paar Plätze gut gemacht. Super. Wir müssen aber auf den 6. Platz kommen. Der da wäre hier. Den er überholt. Ah, super. Ohne zu berühren. So muss das. Hamilton, Grosjean, Grosjean. Und wer ist da ganz vorne? Rosberg. Rosberg hat den Weißen drauf. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Aber es zieht sich schon zu, wie in der Vorhersage auch. Etwas, yes, ja, ausbeschleunigen. Das ist ein mittleres Spiel hier, nicht die letzte Runde. Da gab es überhaupt keinen Safety Car. Aber da bin ich heute ein bisschen aggressiver gefahren. Kann das sein? Bitte aggressiver war es auf jeden Fall. Zum Glück habe ich nicht Nico Rosberg gewählt, ja.
Und den Hülkenberg. Aber der Rosberg ist, glaube ich, auch ein anderes Team. Aber mir draußen regnet es gerade wieder. Also im echten Leben. Ah. Und wir sind auch mit unseren Boxenstoppfenstern gut zurechtgekommen. Aber den Ernstfall haben wir noch nicht proben können. Komm, Cedric, zweiter Platz ist auch noch gut. Aber der erste ist eben auch gut. Ich muss gucken, wann Rosberg in die Box fährt. Ich folge ihm. Hamilton ist mir auch hinten dran und er hat jetzt DRS und er zieht raus. Wieder rein? So. Schnell, schnell. Go, go, go. Go, go, go. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. In der 17. Runde. Hammer. Wer sich fragt, wenn ich im Hintergrund immer mal ein bisschen was esse, ich esse Lebkuchen. Es ist zwar erst Oktober, aber... Eieiei. Die gibt es ja schon sehr zeitig im Laden zu holen. Der hat jetzt auch der S ja. Du kommst ja nicht vorbei. Nee, nee, nee. Alter. Und raus beschleunigen. Und wir sind Platz 5. Aha. Hat sich doch gelohnt, den Zeitpunkt in die Box zu gehen. Wir haben nämlich Rosberg überholt. Und wir haben sogar jetzt eine lila eine Zeit. Aber Palmer ist gerade vor uns. Der könnte ein leichtes Problem werden. Also er ist nämlich ein bisschen langsamer. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,0 Sekunden. Die Pole war schon was Schönes, muss ich sagen.
Ach, die 6 bedeutet, jetzt weiß ich es wieder. Ach, ich bin doch ein Dirtel. Wir müssen ja mindestens auf Platz 6 kommen. Was hat er gerade gesagt? Ey, ich bin auf der Pole. Jetzt bin ich Erster. Super. Perfektes Rennen. Noch nicht. Noch nicht ganz. Ich muss ja auch noch so ins Ziel fahren. Und ich habe noch eine 5 Sekunden Zeitstrafe. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und die 5 Sekunden, die muss ich jetzt wettmachen. Und zwar in den nächsten 9 Runden. Das heißt fehlerloses Fahren. Verdammt. Scheiße. Jetzt sind es schon 8 Sekunden. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst dir die Rennleitung eine Strafe. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. So. Gucken wir doch mal, wie weit die hinter mir sind. Schaut nämlich schon ganz gut aus. Ja, 3,5 Sekunden, 3,6. Hat wieder aufgeholt. Ist gut. Gut rausgekommen. Highspeed-Kurve. Wieder schlecht rausgekommen. Ja, das immer noch ein bisschen. Wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Schnellste Runde. 10 Sekunden. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Kein Fehler machen jetzt. Schön die Kurve so, einlenken. Abstand zum Teamkollegen liegt bei 30,8 Sekunden. 30 Sekunden? Das ist ja ganz schön viel. Sekunden. Dann noch ein paar Ründchen zu fahren. Jetzt sind wir gut rausgekommen. Hey. Spitzenklasse.
Solange keine Tornado-Simulation ist, ist mir das auch egal. Aber der Regen hat es auch schon sehr in sich. Das muss man ja mal dazu sagen. Ja, fast. Letzte Kurve habe ich nicht so gut genommen. So, die Kurve haben wir wieder etwas besser nehmen können als letzte Runde. Die kam jetzt aber schlecht genommen. Geheimnis ist wahrscheinlich nicht so stark zu bremsen oder überhaupt zu bremsen, sondern ein bisschen vom Gas zu gehen, außer bei diesem hier. Und dann schon ein bisschen bremsen. Ja, das war jetzt schlecht. Die Stadt Zielgerade. Hallo, meine Freunde. Sind wieder ein bisschen langsamer geworden. Ich glaube, das hat was mit unseren Reifen zu tun. Aber wir haben noch 5 Runden. Und wir können auch noch ausbauen. Ich merke es alleine jetzt schon hier. Da kommen wir auch ein bisschen raus. Liegt einfach daran, dass wir unsere Reifen schon über 50% vorne haben. Dass wir da ein bisschen sanfter in die Kurven gehen müssen. Um mir noch was zu reißen. Aber mein Gott, zweiter oder auch dritter, das ist auch nicht so schlimm. Natürlich sind es Punkte, die dann ins Endergebnis mit einfließen, aber... Wir können es ja vielleicht auf einer anderen Strecke dann auch noch ein bisschen wieder aufholen. Es kann natürlich auch sein, dass wir mal nicht als erster Platz aufhören. Kann auch sein, dass wir mal als im Mittelfeld jetzt 14. aufholen. Muss natürlich sein, dass wir jede Session vom ersten Platz aus starten und auch vom ersten Platz wieder die Session verlassen. Bei mir auch gerade, ja. Ging gerade ein bisschen geschlittert. Ich muss jetzt eher anfangen mit Bremsen. So, gucken wir doch mal. 1,9, 21 Sekunden. Bis jetzt beschwere ich mich nicht. Ich habe noch keinen überholt. Oh ja. Die 21, das ist Wehrlein. 21 ist Wehrlein. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern? Ich gehe jetzt garantiert nicht nochmal an die Box, meine liebe Bro. Oder? 72? Ist schon krass.
ist die Gerade. Okay, das ist ein Rennen. Warum? Was haben die alle? Wir haben jetzt ein härteres Gemisch und da treten wir jetzt auch mehr ins Gas. Beide in den Kurven. Und das merkt man auch. Ich muss jetzt auch ein bisschen mehr bremsen, was eigentlich jetzt nicht gut für meine Reifen ist, wenn ich mir das so ansehe. Weil die fangen jetzt auch gerade rein an zu schlittern. Aber ganz schön fangen die an zu schlittern. Gelbe Flagge ist vorne. Das kürt. Ich gucke jetzt mal auf die Ergebnisse. Und dann gehen wir mal ganz schnell in die Box. Oder jetzt eine neue Reifenmischung. Machen wir es einfach und dann fahren wir auf Fahrt weiter. Und noch zweieinhalb Minuten. Zwei Runden. So, jetzt mal ein bisschen Druck, Druck, Druck. 23 Sekunden. Gelbe Reifen. Ja, können wir mal machen. Fahr raus, fahr jetzt raus. 16, 17, 18, 19, 20. Direkt vor Rosberg. Das ist mir jetzt scheißegal. Ich guck den an. Das ist jetzt viel wichtiger, dass ich meine Rundenzeiten halte. Weil auf die drei letzten Runden würde ich jetzt Vollgas geben. Das ist mal ganz kurz lieber aus. Ja. Passt doch. 4 Sekunden. Da müssen wir noch ein paar draufsetzen. Dann ist er eh gleich da. Gut sind wir um die Kurve gekommen. Rosberg kommt aber auch ran. Und er hat Medium-Reifen und das ist gar nicht gut, dass er Medium-Reifen hat. 6 Sekunden. Ja, fast. Jetzt haben wir ganz viel Zeit verloren. Ich hätte doch lieber eine harte Mischung nehmen sollen.
2 Sekunden. Wenn ich mal jetzt rechts nach unten gucke, ganz unten steht das. Kann man wechseln. Für die es noch nicht wissen. Das habe ich einfach verschlammt. Aber. Dafür haben wir dann wieder eine Zeit. Die hat man wahrscheinlich auf neuen Medium-Reifen. Auf dem Mediums wahrscheinlich noch besser hinbekommen. Aber vorletzte Runde. Jetzt startet gleich die letzte Runde. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Und mit den Weichen komme ich ja immer raus nach der Kurve. Oh, 1:44.548. Alter, bin ich jetzt sehr schlecht rausgekommen. So, letzte Runde, meine Freunde. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja. Locker flockig. War eigentlich auch schon eher anmachen können. Kommt meine Lieblingskurve und super genommen. Sehr gut. Bin ich mal sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt, wo die alle sind. 119, also 3 Leute sind rausgeflogen, definitiv. Oh, gerade Flagge. Großartiges Rennen, geschafft, gut gemacht. Ja. Großartige Leistung. Super. Lass uns was trinken. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Spin zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Genau. Sie sind auf dem Weg zur Siegerehrung. Force India hat es in der Formel 1 wirklich weit gebracht. Heute sind sie nach diesem außergewöhnlichen Rennen die verdienten Sieger. Zwei von Mercedes, oder? Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Gar nicht so einfach, aber alles in allem würde ich sagen Nico Rosberg. Er ist von Beginn an nahezu fehlerlos unterwegs gewesen. Das stimmt. Werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Gute Arbeit von Force India an diesem Wochenende, die einen weiteren Satz nach oben macht. 13. Saison geworden. Wird es ganz hat bestimmt seine Position halten können. Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Verstappen hat es noch einen 10. Platz gebracht. Gutierrez 11.
Okay. Die Nase von neuer Errungenschaft. Cool. Wir sind Dritter. Eine Position nach oben gerutscht. Ich glaube, wir waren Vierter vorher. Ich bin mir gerade nicht sicher. 50 haben wir. F6. Das sind. Ups, da sind wir jetzt auch Platz 3. Aber haben wir immer noch 53 Punkte im Rücken vom Mercedes. Die haben jetzt da den zweiten und dritten Platz belegt. Und der zweite und dritte Platz beträgt ja insgesamt 12 und 10 Punkte. Das heißt 22 Punkte. Ne? Das ist ja schon viel. Gucken wir doch mal. Weiter. Ich gewonnen. Teamkollege. Ich gewonnen. Okay. Also straffrei das Wochenende gescheitert. Schwierigkeitsgrad, Modifikator. KI-Schwierigkeitsgrad 0% plus Hilfegrad 0% gleich 0%. Aha. Ich glaube, ich höre mir die Voice mehr an. Hi, Emma hier. Ich habe heute mit ein paar Managern über deinen Fortschritt gesprochen. Ja. Kurz gesagt, sie sind begeistert. Weiter so. Weiter so. Sehr gut. Wir gucken uns nochmal den Laptop an. Und da müsste jetzt gleich nächstes Wochenende da stehen, genau. Die Rivalität haben wir ja gewonnen. Team Update, Forschungsupdate, Trophäe erworben. Das haben wir alles noch nicht. Aber wir können uns ja schon mal ein bisschen was angucken. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf 10 von 10 Punkten, die Teamerwartung übertroffen scheint sogar. Siehst du mal. Forschung und Entwicklung müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen besser kontrollieren. Die Rangliste, genau, Ranglisten online. Ah, Ranglisten online. Sogar zwei Deutsche sind auf dem ersten Platz. Und das geht nach Punkte, so wie ich das ja sehe. Das sieht man auf der rechten Seite. Okay, ich bin Platz 45.006. Müssen wir mal gucken, ob wir das in den nächsten Wochenenden ein bisschen besser. Ah, die Trophäen. Sehr gut. Guckt euch das an. Nächstes Mal sind wir in Russland, in Sochi. Auch schön. Bahrain, China, erster Platz. Australien hatten wir auf dem 22. Platz abgeschlossen. Ja. Das schaut doch bisher gut aus. Was machen wir dann? Spanien, Monaco. Monaco ist dann auch noch dran, das erste Mal. Kanada, Aserbaidschan, Österreich, Großbritannien, Ungarn, Deutschland, Belgien, Italien, Singapur, Malaysia, Japan, USA, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi. So, weiter geht's. Ach, das sind die Tutorials. Hier kann man auch noch mit F8 weitermachen. Ach so. Wenn man jetzt 10 verschiedene Meisterschaften hat, kann man das auch so machen. Nächstes Wochenende machen wir mal nicht. Ich gehe mal zurück. Ich sage tschüss und goodbye. Bis zum nächsten Wochenende, wenn es wieder heißt Formel 1 2016 mit mir, der Cedric Esses. Ciao, ciao.